So, wieder da. Geht's wieder weiter mit dem Spielchen. So, zurück zum Spiel. Sound beruhigt sich auch wieder. Okay, weiter geht's. So, muss ich mal hier ein bisschen. Wieder den Arsch richtig platzieren. So. Muss sein, wenn man hier schon mal. Oh, hier kann ich nach oben. Oh, hier ist schwarz. Ja, nach unten. Und wieder nach oben. Kann man so ein bisschen rumsuchen. Hier ist eine Höhle. Da haben wir schon ausgehoben. Räume ausgehoben. Und hier wird was gebaut. Hier wird was gebaut. Schön. Sieht man auch die. Unser Labor. Ach, das ist das, was überirdisch ist. Und hier dürfen wir im Prinzip bauen, wie wir wollen. Da haben wir das Kraftwerk gebaut, da kommt das Labor hin, das Genetiklabor. Und da kommt das normale Labor hin. Müssen wir dann nachher mal besuchen gehen. Okay. Einsatzleitung. Dann scannen wir wieder mal noch ein paar Aktivitäten. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Ein größeres UFO über Deutschland. Deutsche UFOs. Was? Yu-Gi-Oh! Nee, ich spiele kein Yu-Gi-Oh! Ich spiele Magic. Magic the Gathering, falls dir das was sagt. Yu-Gi-Oh! Ist im Prinzip die Kinderversion davon. Sorry, ist so. So, Abfanggiga starten. Ob wir dieses UFO jetzt downbringen, ist eine andere Frage. Das ist nämlich schon ein bisschen härter. Hoffen wir es mal. Greife Feind an. Ja, sorry, aber Yu-Gi-Oh! Hat da geklaut. Und zwar Vollgas. Komm, komm, komm! Nein! Abfangjäger hat das Ziel-UFO angegriffen, aber aus den Augen verloren. Abfangjäger wurde abgeschossen. Panik steigt in Deutschland. Scheiße. Keine Jäger in Reichweite. Das ist jetzt scheiße. Müssen wir ignorieren. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Das ist jetzt schöne Scheiße. Mal kurz rein in den Hangar. Europa, ja, wir kennen leider keine. Ja, toll. Wir haben hier keinen Abfangjäger mehr. Seit kurzem erreichen uns unglaubliche Nachrichten. In mehreren Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden. Sieht ganz so aus, als hätten sie ihre Taktik geändert. Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft an die ganze Welt, dass nichts sie aufhalten kann. Doch wir werden es versuchen. Soldat Herzchrom Cobra ist in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Das ist gut. Aliens terrorisieren Fukuoka. Wir haben gerade was gesehen. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön.
Schwierigkeit des Einsatzes, sehr schwer. Ich kann es jetzt schon sagen, das wird die letzte Mission des heutigen Tages. Und wahrscheinlich die schwierigste des ganzen Spiels. Oder eine der schwierigsten. Die Mission ist jetzt eine reine Selbstmordmission. Wirklich eine reine Selbstmordmission. Wer will mit? Cobra, bist du dabei? Joker will mit. Bist dabei. Ist Cobra auch dabei? Es ist eine Selbstmordmission. Ich kann nicht garantieren, dass ich einen einzigen da wieder rausbringe. Ich kann das echt nicht garantieren. Wir kämpfen bis zum Tod. Das ist die richtige Einstellung. Verdammt, wir bräuchten jetzt Forever noch mit. Haben wir aber nicht. Aber ehrlich gesagt, ich nehme lieber noch einen Rekrut mit. Und gebe dem einen Scope. Als wie ich nehme noch einen Heavy mit. Obwohl der Heavy hat einen... Der Heavy hat einen Raketenwerfer. Der Heavy hat einen Raketenwerfer. Nehme ich doch einen Heavy mit. Ja. Mary Lee kommt doch mit. Die Mission ist an sich auch gar nicht so schwer. Nur haben wir die veränderten Schadenswerte. Und treffen tun unsere Mannen auch nichts. Das heißt, die Mission kann ganz schön nach hinten losgehen. Und zwar ganz schön. Aber gut, wir probieren's. Wir probieren's. Commander, unser Kampfjet wurde abgeschossen. Der Kontakt ist abgebrochen. Ja, ja, weiß ich. Okay. Joker, letzte Mission. Gut gemeistert. So. Wie nennen wir diesen Orden? Verfällt nie in Panik. Sucht euch einen Namen aus. Cobra, du bekommst den auch. Verfällt nie in Panik, wenn ein Kamerad getötet wird. Ei aus Stahl. Perfekt. Den Eier aus Stahl-Orden. Cobra, du bist blond. Orden verleihen.
Joker. Eier aus Stahlorden. Geht die euch jetzt schon vor dem Einsatz? Normalerweise erst nach diesem Einsatz, aber in dem Fall. So, geh mal weg, du komisches Dingens. So. Das wird jetzt schön, das wird einfach nur. Die Eier aus Stahl braucht ihr jetzt auch. Die braucht ihr jetzt auch. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Dann beginnen wir mal den Angriff. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Und wir starten den Einsatz. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Der Schutz dieser Zivilisten ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich will nur euch fünf hier wieder rausbringen. Der Rest interessiert mich mal so überhaupt nicht. So, Cobra, von wo hättest du ein perfektes Schussfeld? Eigentlich von hier. Ich lasse die Heavys mal nach vorne. Okay. Aufgepasst. Der Feind rollt an. Floater sind auch noch unterwegs. Das ist schön. Es ist einfach nur schön. Und wir treffen in dieser Runde auf noch einen Gegnertyp. Der ist auch schön. Habt ihr dasselbe Headset? Das ist schön. Startposition hier ist kacke, die ist total kacke. Aber gut, hilft nichts. Da müssen wir ran. Das ist jetzt scheiße. Das ist ziemliche Scheiße. Ich lass die mal kurz schießen. Bravo! Das ist ja mal ganz was Neues. Beim ersten Schuss schon ein Treffer. Okay, dann lasse ich unseren Sunny hierhin. Feldposten. Unser Werwolf Joker. Das einzig Gute ist, dass sich die Aliens nicht unbedingt immer auf uns konzentrieren. Das ist das einzig Gute. Joker darf hier hin. Und Cobra, der darf
Den hätte ich eigentlich irgendwo gerne, wo er ein gutes Sichtfeld hat. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht wirklich wo. Da oben wäre es eigentlich ideal. Aber da komme ich im Moment noch nicht hin. Das heißt, er wird mal hier hingehen. Und mit der Pistole mal einen Feldposten machen. Nicht daneben schießen! Okay, Treffer, Treffer. Komm, und jetzt! Cobra! Ja! Cobra! Getroffen. Okay. Ich mag die Mission nicht. Okay. Da oben scheint noch niemand zu sein. Na gut, Joker kann mal hier hingehen. Und da mal bleiben. Wir haben noch keinen einzigen Zivilisten verloren. Was an sich jetzt schon mal gar nicht so schlecht ist. Du bist in Sicherheit. Okay. Zivilist gerettet. Feldposten. Joker. Feldposten. Lee. Wird hier mal hingehen. Feldposten. Und der gute Cobra, glaube ich, den setze ich hier hin. Da wird er dann nachher auch mit dem Sniper dann Deckung geben. Im Moment mit der Pistole. Ein Zivilist verloren. Okay, es geht weiter. Da steht ein Zivi rum. Kann ich den? Den kann ich auch mit Wandemeer holen. Okay. Geh zum Schiff und halte den Kopf unten. Ich kümmere mich drum. Und kann in Feldposten gehen. Das ist gut. Ich versuche natürlich so viel wie möglich Zivilisten zu retten, denn wir müssen mindestens mehr als die Hälfte der Zivilisten retten, um die Panik zu verringern. Retten wir weniger, erhöht sich die Panik. So, Cobra, du darfst Scharfschützengewehr und Feldposten. Lee. Lee geht hier hin. Geht hier auf Feldposten. Joker. Okay, ich schick Mitchell mal hier hin. Und Joker schicke ich mal da rein. Ich hoffe, es ist eine gute Idee. Oh, und wir haben einen neuen Besucher im Chat. Mein Digga. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob Sturm und Schuss eine gute Idee ist, aber... Ich schicke dich mal hier hin.
Muss reichen. Muss reichen. Mein Digga, du kommst genau zur bösesten Mission. Ein Alien. Feinde gesichtet. Ich präsentiere die neuen Gegner. Chrysaliden. Ja, die arme Decke hat dir doch nichts getan. Boom. Ach du Scheiße. Und der große Nachteil, die Teile können extrem weit laufen. Triff! Ein Punkt! Ein beschissener Punkt! Komm schon, Wandemeer! Also diese Schadensroulette, das macht mich fertig. Ah! Okay. Joker, würdest du den bitte erledigen? Ich hoffe, du machst das gern. Sag mal was dazu. Würdest du den gern erledigen? Kannst du das? Es wäre mir eine Freude. Sicher, natürlich, sagt er. Okay, dann bitte mit 100%iger Trefferchance schießt denn den Arsch weg. Ja. Mein Digga. Around a bit of large fishbot. Fishbot, mein Digga. Englishman. So, okay. Cobra. Kannst du das? Bitte, sag ja. Deswegen ist einer den erledigt. Double Thumbs Up. Hey, wenn ich aber euch alle fünf aus dieser Mission unverletzt rausbringe, dann bekomme ich aber einen Rank Up. Das habe ich mir dann verdient. Puh, okay. Mal sehen, Alter. Okay, nach vorne. Hüpf mal rein. Feldposten. Du gehst hier hin. Machst mal das Türchen auf. Feldposten. Du gehst hier hin. Machst das Türchen auf. Feldposten. Ah, ich muss gleich nachladen, das ist böse. Und da kommen die Gegner. Nicht daneben schießen! Nein! Okay, war zwar ein Treffer. Hab keine Munition. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Okay, werde ich mal zurückziehen. Begebe mich auf Position. Muss nachladen. Okay. Alles wieder im grünen Bereich. Cobra.
macht wieder seinen Feldposten. Vandemeer hat noch einen Schuss. Wird also hier Feldposten. Mitchell hat noch einen Schuss. Der Hitbox-Chat. Deswegen habe ich ja den IRC-Chat. So, Mitchell, Feldposten. Joker, du gehst nach vorne. Du müsstest noch zwei Schuss haben. Nein, wo läuft er denn hin? Die Tür wäre besser gewesen. Was war das? Oh oh. Triff! Verflucht! Ziel verfehlt! Ja, zum dritten Mal schon Ziel verfehlt. Das ist es ja. Okay, Zivilist. Wieder verloren. Mitchell muss nachladen. Bin unterwegs. Wird also mal nachladen. Okay. Dafür Lee nach vorne. Die sieht den nicht. Nein, die sieht den wieder nicht. Wo steckt ihr? Ja, Joker, könntest du den retten? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Mahlzeit, Cobra. Könnte er den retten? Oder kann ich hier... Warum ist der Schuss blockiert? Das ist voll gemein jetzt. Prozent. Wird auch auf die Entfernung keinen großen Schaden anrichten. Ich habe eine Idee, Joker, aber die ist riskant. Die ist sogar arschriskant. Aber ich gebe dir sogar eine Deckung mit. Ich versuche auch die Zivilisten zu retten. So. Sturm und Schuss. Gehe zum Angriff über. Und hier hin. Normalerweise müsstest du hier den Chrysaliden erledigen können. Ich hoffe es mal. Beziehungsweise du müsstest hier den Zivilisten retten können. Nein? Dammt. Okay. Das könnte jetzt daneben gehen. Hoffen wir es mal nicht. Ich gebe dir eine Deckung mit. Ich mach mich los. Verstanden. Sichere ab. Der macht eh wieder Feldposten. Dann hoffen wir mal, dass das gut geht. Okay. Mitchell nach vorne. Und drauf brezeln. Ja. Okay, unser Sunny, der wird sich mal in den Bereich hier drüben hin bewegen. Und wird hier Cobra mitnehmen. Verstanden, unterwegs.
So. Hier gibt's einen Zivilisten zu retten. Packen wir es an. Fertig. Los. Maurice, hallo. Okay. Wandemeer, Wandemeer. Du musst hier irgendwo Deckung geben. Lass mal von hier ein bisschen Deckung geben. Falls hier noch einer auf die Idee kommt, hier runter zu laufen. Und hier machen wir auch mal ein bisschen Deckung. So. Ach du Scheiße. Nein. 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 Zombie. 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 Scheiße. Ja. Das passiert nämlich aus den getöteten Leuten. Die werden zu Zombonis. Und bei Zombonis hat man immer gerne eine Schrotflinte dabei. Hast du dir schön ausgesucht, Joker. Deswegen ist es auch eine gute Idee, so viele Zivilisten wie möglich zu retten. Bestätige. Warum stehst du hier rum? Los! So, mach du mal hier Feldposten, das passt gut. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Verschwinde von hier. Okay. Joker gibt Deckung. Geh auf Feldposten. Verfluchte Zombonis. Gehe in Position. Gerne. Doch gut, dass ich zwei Heavys mitgenommen habe. Was war das für ein Geräusch? Zomboni! Daneben, Sniper-Shot. Das ist doch Riesenkacke. Treffer! Nein, nein, tiefer. Ja, sehe ich. Okay, wir haben noch 8 Zivilisten hier rumlaufen. Wir sollten so viel wie möglich einsammeln. Ich geb Gas. Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Ich geb Geh zum Schiff. Gas. Wo? Ach so, der Zomboni. Ja, der darf ruhig hier bleiben. Da komm, blas den mal weg hier. Obwohl, ich gehe lieber noch ein Stück zurück. Bin dran. Ein bisschen Sicherheitsabstand ist vielleicht nicht verkehrt. Nein, 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 tiefer. Ich hab keine Munition. Ziel steht noch. Nein, echt, keine Munition. Oh, was für eine Überraschung. Du machst wieder Feldposten, ja. Ja, dann mach du halt, komm. Ja, genau, so macht man das. Da, komm, und jetzt Joker nochmal mit der Schrotflinte. Geht doch. So, jetzt hat aber keiner mehr Munition. Ach du Scheiße. Warum läuft der nicht weg? So, ja, geh mal hier hin. Und nachladen. So, Joker ist jetzt auch
mittellos. Welchen Weg wird denn er gehen? Das ist jetzt schwierig. Er geht mit dem Heavy mit. Ist mir in dem Moment gerade ein bisschen lieber. Muss aber nachladen. So, unser Scharfschütze. Der wird hier mal ein bisschen aufrücken. Und nachladen. Und unser Doc Mitchell, ich will die nicht auseinanderziehen. Die sollen unbedingt zusammenbleiben. Was war das? Vermutlich ein Zomboni. So, 7 gerettet, 7 verloren. Das Problem, ich sehe hier nicht um die Kurve. Ich kann aber mit unseren Sunny hier hingehen. Sehe ich hier jemanden? Nein, das ist gut und schlecht. Ich würde gerne nämlich jemanden sehen. Jetzt ist hier hinlaufen natürlich ein bisschen Risiko. Scheiße. Okay, Joker hier hin. Feldposten, ja, das ist gut. So, wo haben wir denn noch Leute? Wir haben hier keinen mehr. Hier haben wir noch 1, 2, 3. 3 auf dem Dach. Das heißt, wir müssen sofort nach oben durchbrechen. Da oben wurde noch kein Chaos gestiftet. Das heißt, ich probiere mal. Ach Gott. Cobra, bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht. Es ist jetzt Risiko pur. Okay, aber das Dach ist sauber. Auf dem Weg. Und hier scheint es aber auch recht sauber zu sein. Aber irgendwo ist noch ein Chrysalide. Irgendwo ist noch einer. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Maurice, hi, ja. Das ist böse, das ist böse. Alles böse. Okay. Bestätige. Ach, geh mal rauf. Wir müssen jetzt das Dach einnehmen. Wir müssen. Okay, hier ist ja keiner. Sehen wir denn hier hin? Wir sehen eigentlich doch relativ gut hier hin. Joker, Vollgas. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Du machst Feldposten. Du sicherst ab. Cobra, du sicherst ab. Du rettest niemanden, du sicherst nur ab. Und unser Sunny. Kann hier schon den ersten retten. Das wird ein langer Sprint. Boom. Warum keine Tür klinken? Du bist in Sicherheit. Bewegung. Ich wette, der Gegner ist irgendwo hier. Hier hinten im Hof. Das heißt, der einzige Weg ist hier unten rein und dann darauf. Ah, ha, ha.
Obwohl, ich weiß nicht, können Chrysaliden springen? Bin unterwegs. Jetzt bist du in Sicherheit. Los, los, los. Scanne. So, ein Zivilist haben wir noch übrig. Das geht sich für Joker nicht ganz aus. Der wird... Ja, komm. Geht hier hin. Deckung. Lee bleibt hier. Gehe in Position. Gibt von hier Deckung. Wir haben noch einen Zivilisten übrig. Den holen wir uns nächste Runde. So, der Gegner ist im unteren Stockwerk. Okay, Zivilist befreit. Ja. Cobra, du lebst noch. Schon mal die gute Nachricht. Du hast das komplette Dach alleine gesaved. So, wir haben keine Zivilisten mehr. Wir haben 10 Zivilisten gerettet. 8 haben wir verloren. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Chrysaliden finden. Auf Feldposten. Geh auf Feldposten. Und den müssen wir natürlich auch ausschalten. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt er rauf oder was macht er? Der Chrysalide. Der ist da hinten. Nee, das sind Floater. Das sind Floater. 2 Floater, was? Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, wir haben 2 Floater. Kann ich irgendwie eine Kren darunter bringen? Irgendwie. Dann wäre einer schon mal weg. Ach du Heilige. Okay, Joker, hierhin. Und Feldposten. Hier, glaube ich, stehst du ganz gut. Wir lassen die Gegner kommen, eindeutig. Ich will da nichts riskieren. Das heißt, wir haben keine Chrysaliden mehr. Das ist geil. So, Feldposten. Und unser Sunny... Der wird mal hier hingehen. Die RPG, ja, wäre natürlich eine Möglichkeit. Das Problem ist, ich muss schon stehen. Ich müsste da vorne mit der RPG hinlaufen, aber dann kann ich nicht mehr schießen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. So, okay, lassen wir den Gegner kommen. Oh! War doch gut, dass ich hier die Smoke hingeschmissen habe. Nur wo ist der Floater hin? Scheiße, wo ist der Floater hin? Verstanden, sichere ab. Damn. Wollen die uns jetzt einkreisen? Scanne. Scheiße. Ich sehe den nicht mal hier. Das ist das Schlimme. Ja, Joker, zieh dich ein bisschen zurück. Position bestätigt. Auf Feldposten. Und Lee
bleibt auch hier. Okay. Oh, da kommt er. Triff! Was daneben? Der war getroffen! Nächstes Mal krieg ich ihn. Nicht nächstes Mal, dieses Mal! Triff, du Sau! Verflucht! Sie positionieren sich neu! Joker! Ist ausgeschaltet. Yes! Alter! Mach mich fertig! So daneben ballern. Und es ist immer noch einer übrig. Ich meine, wir werden die Runde nicht mehr verlieren, das ist klar, aber wir könnten immer noch einen Soldaten verlieren. Das ist schlecht. Okay, Feldposten, Feldposten. Feldposten, Feldposten. Oh oh. Wow, Cobra! Ja. Yep. 88%. Ja, trifft Cobra oder trifft er nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn Cobra nicht trifft, kann ihn Joker immer noch den Arsch retten. Das ist gut. Cobra, triff! Wie aus dem Lehrbuch. Naja, fast. Wir haben einen verloren, aber... Puh. Und wir haben 10 Zivilisten gerettet. Das ist... Yes! Oh. Die Mission ist vorüber. Ach. Scheiße. Ja, und die Liste unserer Toten wird länger. Die wird eindeutig länger. Wow, und wir haben... Ränge. Ränge. So, unser Sunny... Doc Mitchell. Was haben wir denn da? Wiederbelebung. Und Deckungsfeuer. Ja, dann nehmen wir Wiederbelebung. Wiederbelebung ist einfach geil. Dann Joker. Was darf's denn sein? Wir hätten hier, lasst sie kommen, fügt kritischen Treffern noch einen Bonusschaden hinzu für jeden Gegner, der den Trupp sehen kann, bis zu 5. Oder Nahkampfspezialist. Feuert einen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Felder nähert. Feldposten wird nicht benötigt. Das heißt, egal von wo, jemand läuft zu dir und BOOM! Schrotflinte, mitten in die Fresse. Alles, was auf 4 Felder näher kommt. Würde ich auch nehmen. Das ist... Sturmklasse ist einfach eine der geilsten. Muss man einfach so sagen. Sturm in Verbindung mit Sniper. Cobra hat auch ein Rank up. Okay, unser Heavy. Kugelhagel, was haben wir da? Holo-Zielen. Nö, Kugelhagel passt schon. Das ist bis zu 2-mal schießen. So, Cobra. Jetzt wird's interessant. Truppensicht oder Schnellschuss. Naja, ist nicht so wichtig. Holozielen. 2-mal schießen dafür. 2-mal. Dürfen wir. Und da die Heavy sowieso kein gutes Ziel haben, ist es... ja. Ich erkläre es mal kurz. Truppsicht ist... es ist egal, wo der Sniper steht. Er muss nur eine Sichtlinie haben, aber er muss den Gegner nicht sehen, er muss ein anderer sehen. Oder er kann ein anderer sehen. Der kann trotzdem schießen. Und das, hier gibt es keine... also er kann im gleichen Zug sich bewegen und schießen.
Also Truppsicht. Es ist beides geil. Ich werde beides machen, also es ist im Prinzip egal, was du nimmst, weil ein anderer... Ich habe immer zwei Sniper dabei. Einer, was im gleichen Zug schießen kann und einer, was Truppsicht hat. Aber wenn du schreibst Truppsicht, dann bleiben wir bei Truppsicht. Ist beste. Was? Truppsicht ist beste. So, jetzt haben wir einen richtigen Sniper mal. Das ist gut. Und neuer Orden. Ehrenmedaille des Rates freigeschaltet. Geht zur Kaserne, um spezielle Fähigkeiten dieses Ordens anzusehen. Und wir haben wieder einen Arschretterorden. So, Panik in Japan hat sich abgeschwächt. Panik in ganz Asien hat sich abgeschwächt. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Hey, ich bekomme noch 150 Credits, nicht? Ne? Bekomme ich nicht? War das eine andere Mission? Möglich. Schauen wir mal, was kann denn der neue Orden? Ehrenmedaille des Rates. Was kann der? 1 Zielsicherheit und Willenskraft für Missionen ohne eigene Verluste, maximal 10. 10 Zielsicherheit und Chance auf kritische Treffer, solange keine verbündete Einheit in 7 Feldern Umkreis sind. Ich würde doch sagen, Cobra, das wäre der richtige Orden für dich. Weil du stehst dann sowieso irgendwo im Abseits. Das heißt, keine Verbündeten im Umkreis von 7 Feldern. Plus 10 Treffsicherheit. Ich würde sagen, Cobra, der passt für dich. So, wir brauchen noch einen Namen. Wie nennen wir den schönen Orden? Für diese schöne Mission. Was gibt's denn? Darfst dir einen Namen aussuchen. Obwohl, ich überlege gerade. Du hast das Dach gesichert. Ganz allein. Du hast den letzten Gegner erledigt. Nee, mir fällt kein Name ein. Dachdecker. Klingt doch gut. Klingt gut. Der Dachdeckerorden. Passt. Der Dachdeckerorden. Kraft ist zugewiesen. Orden verleihen. Cobra bekommt einen Dachdeckerorden. Ich muss mich wieder ordentlich hinsetzen. So. Viel Spaß damit. Mit dem Dachdeckerorden. So. Ach, wir haben ja noch mehr Orden sogar. Arschretterorden. Hat jemand anderen noch den Arsch gerettet? Komm. Bekommt jetzt mal. Soll unser Sunny auch mal einen Orden bekommen? Ich habe mir einen Aufstieg verdient. Yes! Moment. Ich habe zwar nicht alle rausgebracht, aber... Bling! So. Yay! 3 Sterne, General. Okay. Aber hat unser Sunny auch mal einen Orden verdient? Sunny hilft immer. Sunny hilft immer. So, und ich würde sagen, wirklich, Arschretterorden, der Sunny rettet schon mal Ärsche, vor allem jetzt, wo er Sunny wiederbeleben kann, würde ich auch sagen. So, wunderbar. Dann haben wir hier doch schon einen ganz ordentlichen Trupp zusammen. Vorausgesetzt, unsere Verwundeten kommen auch mal wieder zum Dienst. Okay, so, dann würde ich sagen, ich speichere. Speichern.
Denn das war's für heute. Und ich sage nochmal danke fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und nächsten Sonntag ist es wieder soweit, 17 Uhr auf Hitbox TV. Gibt's wieder knappe 3 Stunden XCOM, Vollgas, Ärsche retten und Aliens vernichten. Also nochmal danke und wir sehen uns das nächste Mal wieder.